Ein herzliches Willkommen zu Die Insel Hardcore Tag Nummer 6. Ja, wir sind hier ganz tief unten in den tiefsten Untiefen der tiefen Erde und sind auf der Suche nach prinzipiell... Ach Mist, warte, so. Prinzipiell nach Diamanten, damit wir uns endlich mal hier so ein bisschen Rüstung bauen können, aber irgendwie... Ja, ist die Gegend hier nicht gerade mit Diamanten gesät. Das ist, gesegnet ist er auch nicht. Von daher, ja, alles so ein bisschen deprimierend. Der sechste Tag schon. Könnte meinen, ich dümpel hier einfach nur in der Gegend rum. Okay, ein bisschen rumdümpeln muss ja immer, ne? Ist ja klar. So, aber ich glaube, hier ist auch Hopfen, Malz und alles andere verloren. Hier geht's auch nirgendwo mehr in eine Höhle. Gut, dann lassen wir das einfach offen. Nehmen uns noch ein bisschen Redstone mit für die Level. So, falls wir uns doch irgendwann mal einen Verzauberungstisch bauen, ne? Und ich sollte unbedingt Kohle mitnehmen für Fackeln, weil ich habe nämlich keine mehr. So. Und wie läuft's bei euch so? Also ich meine, diejenigen unter euch, die das Hardcore-Projekt spielen, wie seid ihr am sechsten Tag so aufgestanden? Also ich bin ja nicht aufgestanden, ich habe eher so die Nacht durchgemacht. Und Gold. Ja, bin hier mega mutzi am... rumsuchen. Gibt es eigentlich schon jemanden, der eine Diamantrüstung jetzt hat? Ich meine jetzt Tag 6 und nicht im fortschreitenden Stadium. Weil, huch, wenn meine Folge hier rauskommt, kann ja sein, dass einer schon bei Tag 18 oder was ist. Und dann ist klar, nach 18 Tagen, da hast du ja mindestens schon eine Diamantrüstung. So. Da hinten schaut es interessant aus. Da gehen wir mal in die Richtung. Hoffentlich bringt es mich in eine... Nee, es bringt mich irgendwie gar nicht weiter. Geht's vielleicht dahinter noch in so eine Höhle? Hallo, Höhle? Es sieht auch alles eher mau aus, was sie hier zum Bieten haben. Ach Gott. Diamanten! Diamanten, Tag 6! Ja! Juhu! Zwei Stück, drei Stück, vier Stück. Das riecht nach Rüstung. Das macht zumindest schon mal Schuhe, Freunde. Sechs Stück. Ja, analysieren, separieren und dann extrahieren, kennt man ja aus meinem alten, bekannten LP. Erstmal drunter gucken, was da so los ist. Ein bisschen Wasser dazu. Und dann die ganze Lava erstmal ausknipsen. Nicht, dass uns da noch irgendwas flöten geht. Da habe ich überhaupt gar keine Lust zu. Oh, Spitzhacke. Neu, bitte, danke. So. Gut, dann haben wir ja hier überall, das ist Obsidian. Wasser wieder eingesammelt und dann... 1, 2, 3, 4, 5, 6 Diamanten an Tag Nummer 6. Das ist super. So, jetzt pass mal auf. Wir stellen uns mal hier mitten rein zum Licht. Tüp, 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 tüp. Yay, ein Rüstungsteil, ein Diamanthelm. So, habe ich jetzt gewonnen? Ich habe eine Diamantrüstung, habe ich gewonnen? Ich mache mal weiter. Einfach so, weil ich es kann. Ah, das ist ja schon mal beachtliche Teilerfolge, meine Freunde. Tag 6, 6 Diamanten, ein Helm. 661. So, dann machen wir uns mal weiter auf die Suche. Diese Höhle klingt vielversprechend. Die Lava hat es mir zugeflüstert. Es gibt noch mehr auf dieser Höhe. Und wenn ich mich 4000 Blöcke lang weit wegbuddeln muss, es wird sie geben. Ich bin der Lavaflüsterer. Oder wie es UFO damals so schön gesagt hat, die Diamantennase. War aber zutreffend. Ich habe auch bei UFO Diamanten gefunden. So, pass mal auf. Weg. Weg. Was brauchen wir sonst noch nicht? Verrottetes Fleisch weg. Das weg. Koppel brauchen wir nicht. Koppel brauchen wir nicht. Koppel brauchen wir nicht. So. Wieder Platz im Inventar. Ja, ich weiß, ich habe den Redstone gerade weggeschmissen, nur damit ich jetzt neuen aufsammle. Aber es geht mir da prinzipiell eher um die Level. Statt um den Redstone an sich. So, fucking gesteckt. Naja, jetzt haben wir noch 5 Plätzchen. Können Lapis mitnehmen, falls... Oder Kies. Falls wir uns denn doch irgendwann mal einen Zaubertisch bauen.
So ein bisschen Gold, schadet nie. Kann man Nuggets draus machen, kann man Pferde mal züchten, aber ich glaube nicht, dass wir irgendwann mal Pferde haben werden. Fleißig ausleuchten und dann schauen wir mal, wo es hier weiterhin geht. Diamanten, ich freue mich echt wie Schnitzel Rudi höchstpersönlich. So, gib mir mehr. Dunkel. Oh yeah, die nächste Lavahöhle. Dann machen wir es aber erstmal dunkeln, bevor Licht ins Dunkeln kommt. Das Eis nehme ich mir mit und das Lapis da unten. So. Oh, noch mehr. Das ist ja schon wieder eine Ader, eine Riesenader, sag ich dir. So. Na, hallo. Ach nee, das ist hier das neue Gestein. Ich dachte, da geht's weiter. Gut. So, jetzt hier mal gucken. Ich hoffe, das verbrennt nicht gleich. Sehr schön. Das sollte ein Lapis, glaube ich, erstmal so genügen. So viel haben wir, glaube ich, gar nicht zum Verzaubern. So. Da hinten schaut es aus, als würde die nochmal in eine größere Höhle übergehen. Eher nicht so. Ja, nee, besser, schlechter gleich. Mume, vielleicht. Dunkel. Gut. Hüpf. So. Ich hätte ausleuchten sollen, fällt mir gerade so ein bisschen ein. Sonst bin ich auf ewig verloren. Und wenn ich hier unten verloren bin, dann werden wir sterben. Ich habe nämlich nicht so viel Nahrung mit. Und den Schwierigkeitsgrad mal eben ändern im Hardcore geht auch nicht. Der steht auch schwer und bleibt auch schwer. Und den kannst du auch nicht ändern. Und darfst du auch gar nicht nach dem Reglement hier. Oh oh, ein Lavafall. Den müssen wir aber auf jeden Fall dann schließen. So, Fackel, Fackel. Jetzt hier lang. So, lass mal gucken, der... Ach, das ist ja einfach. Joing. So, mach was. So, dann schauen wir uns hier oben noch mal ein bisschen um. Na super, Sackgasse, das ist ja herzallerliebst. So, während die Lava da unten verschwindet, können wir ja uns schon mal auf den Weg machen. Wir haben nur noch Melonen. Ach nee, Hähnchen hatte ich auch gerade noch gesehen. Passt schon. So, dann schauen wir doch mal. Bring mich zu Diamanten, kleiner Lavafluss. Ah, sieht man nicht so aus. Licht. 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 Ich höre einen Zombienauten. Komm raus, komm raus. Wo immer du steckst. Ist hell. Vielleicht ist es auch nur Lava. Oder wir waren da schon. Das ist Lapis. Kohle brauchen wir jetzt gerade, glaube ich, noch nicht. Kommt hier das Wasser her? Da so. Kloing. Wo nötigt das hier denn die ganze Zeit? Hallo, sieh da. Ich komme jetzt mal vorbei. Ich hoffe mal, ich bewege mich in die richtige Richtung. Mir gerade ein bisschen zu gefährlich, da in der Lava lang zu buddeln, während ich Stimmen höre. Ich glaube, ich muss die Stimmen jetzt erstmal ausschalten. Genauso wie die Lava. So. Buddel, buddel, buddel. Ola! Das ist krass. So, das hier müssen wir stopfen, weil sonst läuft uns hier nämlich der Obsidian oben mit Lava voll. Das möchte ich gerne nicht. So, ich buddel hier mal an den Seiten so ein bisschen rum. Nehmen das ein oder andere mit. Lava? Nee. Damit wir vielleicht auf Diamanten stoßen. Es gibt ja ab und zu diese Erzcluster mit Redstone, Gold, Kohle, Eisen und Diamanten. Was ich sehr interessant finde. So, hier müssen wir, glaube ich, auf dem Boden dann öfters mal ein bisschen mit ausleuchten. Weil hier gibt es nicht allzu viele Wände. Aber es sieht krass aus hier, ne? So, wo schauen wir erstmal da in die Ecke. Ne, hier ist nichts. So. Ja, also wenn es in dem Ding hier keine Diamanten gibt, dann weiß ich auch nicht.
So, wir haben zumindest schon mal... Bitte? Habt ihr das gerade gesehen? Mine! Der versierte Minecrafter weiß, Holz in Höhlen, Untergrund, Dingern bedeutet meist Mine. Aber jetzt ist die Frage, ist das unsere Mine? Ist das eine neue Mine? Weil wir eiern ja auch schon eigentlich eine immens lange Zeit hier im Untergrund rum. Fragen über Fragen. Boden ein bisschen ausleuchten, nicht dass hier noch Hinz und Kunst spawnt. Habe ich nämlich nicht eingeladen zur Party, die Jungs. Die sind dann bestimmt not amused, wenn die mich hier finden. So, hallo, hallo. So, wir begeben uns jetzt dann langsam in die Nacht, wie ich das sehe. Tag 6, Nacht 6. So, wo geht's da noch hin? Gib mehr. Okay, das haben wir noch gerettet, sehr schön. Du weg und dahin. So, Licht, Licht. So, lala. Na super, hier sind wir im Kreis gelaufen. Gold. Noch mehr Gold. Oh, da oben geht's auch gleich noch weiter. Diamanten! Juhu! So, das macht dann 7, 8, 9. Gib mir mehr. Mehr, 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 mehr. Viel mehr. Dann halt nicht. So, das heißt, 9 Diamanten, 5 haben wir verbrieselt. Wir haben jetzt noch 4 Stück über. Das bedeutet, so, des Lord-Legenden neue Schuhe. So. Die laufen sich schon besser, glaube ich. Warte, wo ist meine Axt? Axt, hier. So. Ah, die sind so federleicht, die Dinger. Schön, freut mich. Gut, 2 von 4, es geht voran. Langsam, aber stetig. So, ich würde ja am liebsten hier komplett alles einmal umgraben, um noch mehr Diamanten zu finden. Wir brauchen jetzt dann in der Theorie, brauchen wir jetzt dann noch... Oh, ich brauche... Mit den Kohle brauche ich jetzt dann. Wir brauchen jetzt dann noch... lass mal sehen, das sind 3, 6, 8 und 7, 15. 15 Diamanten brauchen wir noch. Boah, 15, Alter. Das ist ja... Puh. Schon arschvoll. Ich brauche jetzt erstmal 16 Kohle. Und einen Stack Fackeln. So. Plock. Und dann nehmen wir uns das Eisen mit. Alter, für 15, da ist echt am Überlegen. Ach nee, da müssten wir erstmal 3 Diamanten investieren, damit wir Obsidian abbauen. Da geht schon wieder weiter. Hallo? Ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber da ist die Mine. Ich bin der neue Nachbar, wollte ich eigentlich sagen. Flapsi! Das war ein Reflex, entschuldige. Wow! Spinne! Es fehlt nur noch ein Zombie. Den ich da gerade höre. Sekunde. Zack. Wir brauchen die Axt. Wow! Bist du deppert, Junge? Geh weg! Sorry, dass ich ein bisschen übersteuert habe. Und der Typ da einfach ums Eck gescheißert, weißt du? Ist doch nicht normal für eine Bank. So, Eisen, Eisen, Eisen. So, kann man irgendwas wegwerfen hier? Das da. Der Nächste, ja glaubst du es denn? Jetzt habe ich natürlich den ganzen Mumpitz schon wieder eingesammelt. Mano, Fackeln sind teuer, du Nase. Und ich höre 10 Millionen Zombies. Aber wo? Nach oben möchte ich jetzt, glaube ich, weniger buddeln. Nicht, dass mir so ein Typ noch auf den Kopf fällt. Solche Dead Ends sind eigentlich auch Todesfallen, ne? Wenn da so ein Creep angeschissen kommt und du stehst da drin. Halleluja.
Sorry, Sir. So, jetzt zum Monauten. So, einmal die Kreuzung. Spinnenspawner. Super. Bin ich denn heute von gar nichts verschont hier? Erst finde ich einen Arschvoll-Diamanten und dann kommen hier... Oh, auch noch ein Arschvoll-Monster. Hallo? Oh. Flauschige Füße, das kann doch nur Commander Flauschfuß sein. Hat er mir jetzt still? Hallo? Ja, explodier, explodier. Ja. Nee. Also sobald er die Sichtlinie zu mir verliert, hört er auf. Okay, alles klar. Whoa! Alter, Flapsi, mach nicht so eine Scheiße, Junge. Hau ich dich um. So, komm ich da hoch? Was? Wer? Hallo. Gehen Sie mal weg hier. So, ich sollte erstmal schnell essen, essen, essen. Uha. Der nächste. Alter, das ist ja hier ein Durch. Der nächste. Was ist denn hier los, sag mal? Ist hier ein Zombie-Gig oder was? Ausleuchten. So, jetzt kümmere ich mich um meine zwei kleinen Hutzer hier. Oh. Ja, komm runter. So. Ich höre noch mehr Zombies. Was ist denn hier los? Hallo? So. So. Hier ist Sackgasse, alles klar. Knochen haben wir mit aufgesammelt. Ach, gucke. Schönen guten Tag. So, uns geht das Essen aus, Freunde. Wir sollten uns dann langsam mal auf den Weg nach Hause machen. Und das Schwert ist auch nicht mehr das Beste. Da lang. Bitte was? Was ist denn hier heute los, sag mal? Da kommt der nächste angescheißert. Noch einer. Ist da irgendwo ein Spanner oder was? Weil, ich sag mal, in so einer Frequenz, da kommen die ja eigentlich so gut wie nie. Da ist der nächste. Schön im Spinnennetz hängen geblieben. Ich gehe mal, weil bevor mein Schwert hier komplett kaputt geht, dann stehe ich nackt da und da habe ich keinen Bock drauf. Hallo Flapsi. So. Ich bin mal gespannt, wie lange wir nach Hause brauchen. So, wir haben verrottetes Fleisch zur Not da, aber ganz ehrlich, bevor ich das verrottete Fleisch hier futter, haue ich mir eher noch die zwei Hühnchen und rohe Pilze rein. So, ein Hühnchen haben wir noch, so ein Notfallhühnchen. War bitte wer? The Headless Gang. Aua. Genau, ein Skelett. Was spawnt denn hier? Wo spawnt ihr denn bitte? Was ist denn mit euch nicht richtig? Da lang. Nach Hause, nach Hause. Brauche ich neues Essen. Brauche ich ganz viel neues Essen. Aber ich würde sagen, unsere Tour, die hat sich eigentlich schon fast richtig gelohnt. Wir haben zwei Diamantrüstungsteile. Haben wir noch Diamanten übrig? Nee. Haben wir nicht. Da ist der nächste Zombo. Tag. Hause. Nee, da ist links. Da ist auch links. Da ist auch links. Aua! Alter, springen Sie hier öfters mal fremde Passanten an? Ich bin ein unbeschuldeter Bürger. Verpiss dich, Junge. So, das war's mit Essen, Freunde. Jetzt, wird's allerhöchste Eisenbahn. Da lang. So. Weil ich habe keinen Bock, dass ich jetzt verhungere. Nicht jetzt, wo ich schon zwei Rüstungsteile habe. Außer ich habe natürlich gewonnen. Das steht ja jetzt noch im Raum, ob ich gewonnen habe oder nicht. So. Wenn ich mir die Zeit unten angucke, dann könnte das eigentlich hinhauen, dass wir zu Hause dann den Folgenwechsel machen. Also Tag und Folgenwechsel. Hier war ich doch gerade schon. Ich bin nach Hause. So, ich glaube, das mache ich schnell hier. So, wir sehen uns morgen am nächsten Tag. Tschüssi.